US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich bei ihrer China-Reise über riesige Überkapazitäten beschwert. Die USA würden eine Flut billiger chinesischer Industriegüter nicht tatenlos hinnehmen. Wir haben diese Geschichte schon einmal erlebt, sagte sie heute vor Journalisten in Peking. Vor mehr als einem Jahrzehnt habe die massive Unterstützung der chinesischen Regierung dazu geführt, dass billiger Stahl aus der Volksrepublik den Weltmarkt überschwemmte und den der US-Industrie viele Jobs vernichtete. Ich habe deutlich gemacht, dass Präsident Biden und ich diese Realität nicht noch einmal akzeptieren werden, sagte sie nach viertägigen Gesprächen in China. Konkret wurde Yellen allerdings nicht. Und dazu begrüße ich Carsten Mumm, den Chefvolkswirt von Donner und Reuschel. Herr Mumm, es war ja bereits Yellens zweite China-Reise innerhalb von 9 Monaten. Wie bewerten Sie diese Reise insgesamt? Ja, ich glaube, das Gute ist, dass man oft und auch ausführlich miteinander spricht. Und das, nachdem wir ja Mitte 2023 einen Tiefpunkt hatten in den Beziehungen zwischen den USA und zwischen China. Und dann im November das Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden in San Francisco. Damals hat man ja vereinbart, dass man im Gespräch bleibt. Und das ist jetzt der Fall gewesen. Finanzministerin Yellen war alleine 4 Tage in China, hat mit verschiedenen hochrangigen Persönlichkeiten gesprochen. Viele Dinge, in meinen Augen, die die Beziehung prägen zwischen den USA und China, auch angesprochen. Und abgesehen davon gibt es eben auch andere Gesprächsebenen. Auf militärischer Ebene beispielsweise Biden und Xi Jinping haben telefoniert. Also ich glaube, das ist am Ende die gute Nachricht. Beide haben offensichtlich ein Interesse an einer Kooperation. Nun wurde Yellen ja nicht konkret, wie man sich die massiven Subventionen Chinas unter anderem für E-Autos, Batterien oder Solarpaneele, wie man sich gegen diese wehren will. Das Thema ist ja sogar auch ein Thema natürlich für uns in Europa. Wozu würden Sie denn raten? Ja, ich denke, natürlich ist der Kurzschluss oder die Kurzschlusshandlung immer die oder der Blick auf Protektionismus, also Zölle, Handelssanktionen oder Handelshemmnisse, die ja in den letzten Jahren auch schon weit getrieben wurden, nicht nur unter Trump, sondern auch unter Joe Biden. Auch der Inflation Reduction Act ist ja letzten Endes ein protektionistisches Instrument, um eben die Industrie von EV, also elektrische Mobilität oder eben auch Solarmodulen in den USA zu halten. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass wir uns mit diesen handelsprotektionistischen Instrumenten noch etwas länger beschäftigen müssen, weil sowohl von chinesischer als auch von US-Seite das Maß aller Dinge sein wird. Insgesamt muss man natürlich sagen, Protektionismus schadet allen Beteiligten und der Freihandel, der freie Welthandel, den wir nach dem Fall der Mauer 30, 40 Jahre lang gesehen haben, der hat zweifellos zum Wohlstand von allen Beteiligten beigetragen. Und das ist, glaube ich, auch ein Blickpunkt, den sowohl China als auch die USA im Blick haben, weshalb sie eben grundsätzlich ein Interesse an einer Kooperation haben. Nun droht Donald Trump ja für den Fall seiner Wiederwahl schon mal mit Zöllen von 60-100% gegen China. Welche Folgen hätte das denn für China, die USA und den Welthandel? Ja, ich habe das eben schon mal ganz kurz skizziert. Das wäre natürlich noch mal ein heftiger Schlag auch insgesamt für die globalwirtschaftliche Dynamik. Wir haben ja seit 2 Jahren mittlerweile weltwirtschaftlich ein relativ schwaches Wachstum. Das liegt eben auch daran, dass Protektionismus um sich greift, dass der Welthandel nicht mehr sehr, sehr deutlich wächst. Und wenn solche Maßnahmen ergriffen werden würden, dann wird das natürlich auch für Europa letzten Endes einen heftigen Schlag nochmal bedeuten. Gerade Deutschland auch, exportorientierte Industrie ist ja hier der wichtigste Aspekt, der würde natürlich dann nochmal leiden. Sagt Carsten Mumm. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.